Ja, moin und willkommen zu einer weiteren Folge Hausbilder. Ja, in der letzten Folge haben wir ein arabisches Häuschen gebaut und jetzt habe ich mich entschieden, das zweite moderne Haus zu bauen. Und das sieht so aus nach Fertigbaukonstruktion. Bin ich mal gespannt. Also wir sollen erstmal wieder buddeln. Irgendwie, ja, oh, nach Schätze buddeln. Das hatte ich aber auch schon auf der Baustelle. Nur bei mir waren das keine Schätze. Einmal hatte ich es auf der Baustelle, da habe ich beim Bagger eine Bombe gefunden. Und einmal hatte ich es auf der Baustelle, da haben wir ein ganzes Skelett freigelegt. Ein römisches Skelett, also ein Römer. Ja, das war dann natürlich Baustopp und, ne, aber, ja. Kam auch schon vor. Also wirklich gefunden? Ja, doch, hatte man auch schon. Das war bei einer Kundin, habe ich, Tongefäße und beim Ausbaggern gefunden. Und irgendwelche Glasscherben und also, ja. Aber gut, hier aus der Ecke, aus der Region, wir sind hier direkt in der Nähe von dem, also wer sich ein bisschen auskennt, die Saalburg ist nicht weit weg von hier und wir haben hier auch die römischen Straßen, den Kram, also hier ist ja einiges an Römergedöns. Warum muss er das per Hand machen? Jeder Mensch hätte sich für den Auftrag noch nicht mal einen Bagger geholt. Da hätte ich mir einen Radlader geholt. So Massen per Hand, guckt euch das doch mal an. Aber gut, wir haben ja festgestellt, hier der Kerl, der kann das richtig gut, der ist unermüdlich. Den lassen wir den ganzen Tag buddeln, 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 buddeln und dann funktioniert das. Outstanding. Ja, halt die Klappe, ich will erstmal meinen Müll hier einsammeln. Kohle machen. Noch was? War noch was? Nee, ich glaube nicht mehr, ne? Nee. So, wie sieht's denn aus? Material haben wir diesmal irgendwie gar nichts da. Hier oben liegt auch nichts gelagert, ne? Hier haben wir nur Licht und da haben wir nur einen Kran. Oh, da hinten liegt. Oh, 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 oh. Okay, aber wir haben... Doch, da haben wir welche. Echt jetzt? Doch, das sind große Päckchen. Gut. Da müssen wir wahrscheinlich wieder Beton per Hand mischen. Ich habe noch keinen Betonmischer gesehen. Vielleicht kriegen wir es geliefert. Das wäre toll. Das wäre ja toll. Kein Betonmischer. Nee, hier steht keiner weit und breit. Sehr schön. Das ist schon mal geil. Dann müssen wir nämlich keinen Beton von Hand mischen. Das ist schon mal sehr, 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 sehr gut. Ja. Zeigt er das nicht gleich von vornherein wieder alles an? Toll, da fehlt mir jetzt noch ein so ein Steinchen, so ein Armierungsgitter. Wenigstens ganz da vorne. So.
Great! Nu? Ach, 82 da davon, ach so. Nochmal 54. Also müssen wir welche bestellen. Ja, müssen wir einige bestellen. Das sind 30. Das heißt 3, 6, 90. Ja, 150 Stück bestellen wir jetzt mal. Nichts mehr aufheben. Wegen den 7 Stück oder was? Die Armierung hätte ich jetzt eigentlich kostenlos kriegen müssen, weil beim letzten Häuschen haben sie mir die Armierung geklaut. Aber gut, es war ja in Saudi-Arabien. Jetzt sind wir ja wieder in Europa. Ist ja jetzt ein anderer Baustoffhändler. Vielleicht ist er ein bisschen schlauer. Ja gut, der andere war ja schon schlau, wenn er uns einfach so über den Tisch ziehen kann. Kann man ja so oder auch so sehen, ne? So, komm. Zack ich. Aber da hat man normalerweise große Matten, die man reinlegt. Aber zum Glück muss man es hier nicht mit dem Draht verrödeln heißt das. Hä? Trotzdem zu wenig gekauft. Nochmal 75. Aber ich war nahe dran mit den 150. Okay. 118 Schalungsbretter. Haben wir hier bestimmt keine rumfliegen. Das wäre natürlich klasse. Aber erstmal hier. Schmeißen wir wieder überall rum. Schalungsbretter. Wie viel waren es? 118. 2, 4, 6, 18, 12, 160, 200 Stück. Oh. Bei denen muss man echt aufpassen, hier, die fahren einen dort. So, und Schalungen brauchen wir eh noch mehr, weil da kommt bestimmt irgendwo wieder eine Treppe, die geschalt werden muss. Oder am Dach rumschalen, oder keine Ahnung wo. Einen Kran haben wir auch hier, oder? Ja. Weil ich denke mal, die Betonteile müssen wir dann mit dem Kran setzen. Wäre ein bisschen unlogisch, wenn ich das hier per Hand heben könnte. Ich habe so ein bisschen meine Bedenken, dass ich dies auch kann. Hä? Ich habe doch wieder mehr bestellt, als ich gebraucht habe. Fehlen trotzdem 32 Stück. Also mir wird hier echt beschissen vom Baustoffhandel. Oder hat er noch was hinten drauf? Nee. Ja, bestellen wir gleich nochmal. Komm, bestellen wir doch mal gleich. 320 Stück. Wenn schon, denn schon. Sind jetzt mal genug geliefert worden. Ich bezweifle es zwar, aber ja, man kann es ja mal hoffen.
So, die restliche Schalung schmeißen wir jetzt hier oben hin. Obwohl, hier beim Kran ist es auch nicht im Weg. Das ist wieder die totale Chaosbaustelle, ey. So, passt. Was müssen wir denn jetzt eigentlich machen? Ja, das funktioniert nicht so, wie ich es dachte. Ich wollte gerade sagen, wo kommt der Schnuddel eigentlich her? Aber da steht ja tatsächlich ein Betonmensch, ein großer. Das gibt diesmal ein ordentlich großes Haus. Also nichts Kleines diesmal. Na gut, die Frage ist, es muss ja nicht überall Haus draufstehen. Das könnte ja auch hier noch so eine Vorterrasse werden oder, ja. Oder es wird wirklich mal ein großes Haus. So, die Dinger werden einfach mit einbetoniert. Ich glaube, das muss einfach so. Komm, schmeiß den Kram doch mal da weg. Ja toll, ohne Kran kann ich das doch nicht heben. Ja, wie hier kein Beton. Was ist denn los hier? Dann halt nicht. So, jetzt sehe ich nämlich ein Problem, und zwar müssen die Dinger jetzt weg. Das heißt, die müssen wir wahrscheinlich... Naja, das geht auch so. Oder auch nicht. Jetzt hängt es nämlich. Setz doch da unten Beton rein. Ne? Ne, da unten will er keinen. Ich vermute, wir müssen mal kurz an den Kran. Ah, es hat auch so funktioniert. Ach, jetzt will er da unten Beton haben. Oder auch nicht. Doch. Bin ich mal gespannt, wie das Häuschen wird. Outstanding. Oh. Impressive. Ah ja. Jetzt dürfen wir mit dem Kran spielen. Der mit der so geilen Steuerung. Ich habe gar keinen Plan, mit was wir anfangen müssen.
Das ist so kurios mit dem Kran. Dieser Artikel könnte anderswo passen, ja. Meinetwegen. Wo passt das? B70. Oh, wir haben einen neuen Skill gekriegt. Ein Kran hat mehrere Haken. Was bringt das jetzt? Mehrere Haken? Das will ich mal sehen, dass das auf der Baustelle funktioniert. Das will ich mal sehen, ey. Boah. Wie geil war... Hallo, wie geil wäre das denn? Komm, noch mehr. Kommen die Dinger hin? Ach, da. Ja. Oh, das sieht nicht gesund aus, was der Kran hier macht. Das gibt's doch gar nicht. Ja, komm. Bau das Ding doch irgendwo hin. Ah, was ist das denn? Komm. Da jetzt hin. So, wir müssen mal kurz den Kran verlassen. Vielleicht kriegen wir den Fehler wieder weg. Benutze den Kran. Bauteil fallen lassen. Wir haben noch irgendein Bauteil. Was ist da für ein Bauteil? Irgendwas hängt da noch. Keine Ahnung was. Also das mit mehreren Haken ist, glaube ich, nicht so praktisch. Na komm, setz es doch irgendwo hin. Neue Skill. Noch mehr Haken. Kranmagnet. Oh je, oh je, oh je. Ich krieg grad so ein bisschen Angst. Sieht auf jeden Fall nicht gesund aus, was der Kran da macht. Wir brauchen die großen Dinger hier. Wie sollen wir denn da dran kommen? Ah. Ah. Weil der geht ja doch nicht raus. Wie komme ich denn da hinten dran? Ah, wir haben sogar eine Lampe. Schmeißfort. Da hinten komme ich nicht mehr dran. Also, sind die da? Ach, da. Voll Deivel. Komm, steck's doch irgendwo jetzt hier drauf drin. Keine Ahnung. Ja. Da ist ein B30. Und da ist einer. So, jetzt haben wir noch. B80. Ah.
So. Da liegt da auch noch irgendein Teil. B70. Brauchen wir auch nur noch einen. Okay, dann haben wir... Ich glaube, hier hinten die. Jetzt hat er die Dinger wieder mit dran geklipst. Naja. Nee, Campingwagen geht nicht, warum auch immer. Sind hier überhaupt noch Teile irgendwo? Das sind zwei B80, aber B80 brauchen wir keine mehr. Oh, tschüss. Ich würde ja ganz gern da unten dran kommen, aber kommen wir nicht. Weil das ist das für die da, ne? Machen wir mal Ordnung auf der Baustelle. Die fliegen gerade irgendwo, keine Ahnung. Das heißt, wir brauchen 13 B10 und 2 B100. Müssen wir doch kaufen können. 13 mal B10... B10, 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Hä? Warum? Ja, kann ich die jetzt so? Nee, kann ich so nicht. Dann auf dem Kran ist vielleicht gar nicht so schlecht. Auf dem LKW. Ach, jetzt nimmt er sie einzeln. Du sollst die doch nicht einzeln nehmen, du Hempel, du. Nimm doch mal... Oh, er nimmt sie einzeln. Ja, meinetwegen. Der ist ja echt kurios hier mit dem Kran. Ach, jetzt nehmen wir auf einmal mehr. Ach so. Ist immer schön zu wissen, dass es funktioniert. Komm, werf es doch einfach da die Klippe runter. Tschüss. 2x B100 müssen wir bestellen. Nee, nicht klar. In den Kran. Oh, was ist das denn? Warum steht der denn da? 2x B100 waren das. Na komm. Er nimmt sie wieder einzeln. Outstanding. Jo. Einmal B110. Boah, das müssen wir uns jetzt alles einzeln kaufen. B110. Einmal B110. Na komm, schmeiß die Mühle an. Great!
Okay, jetzt dürfen wir wieder mal Dämmung machen. 62 Mal. Wir haben aber keine hier, ne? Nee. 62 Mal die Dämmung. Also das gibt doch ein ganz schön großes Häuschen. Nicht so winzige Dinge wie die ganze Zeit. Und das dann auch noch mit Blick auf Meer. Könnte doch ganz geil werden. Oder sein. Outstanding. Und nu? Ah, Fußbodenheizung. Sieht zumindest so aus. Oder auch nicht. Es könnte auch... Na, das ist normale Heizung, oder? Oder soll das Wasserleitung sein? Das Komische ist natürlich, die anderen Häuser hatten sowas wiederum nicht, ne? Fußbodenheizung, okay. Na, wenn es braucht. Ja. Ah, jetzt wird wieder Beton. Zum Glück müssen wir hier kein Beton selber mischen. Und das da vorne wird wahrscheinlich eine Außenterrasse oder sowas. Ich weiß es nicht. Also, oder vielleicht sowas wie ein Wintergarten, könnte ich mir noch vorstellen. Oder vielleicht auch nicht. Also keine Ahnung. Terrasse. Ich finde es halt ganz cool, dass die so viele Spielereien mal mit einbringen. Also auch mal eine Fußbodenheizung. So alles Mögliche mal so ein bisschen, ne? Bin ich mal gespannt, ob wir irgendwann noch Heizkörper montieren müssen. Könnte hier zum Beispiel auch passieren. Weil wir haben doch hier irgendwo die Ausgänge gehabt. So, und wenn ich das Spiel durchgespielt habe, dann weiß ich ja Bescheid, wie es funktioniert. Da baue ich mein eigenes Haus. Wo fehlt denn noch? Sieht aber nicht schön aus.
Ach, müssen wir wieder. Oh je, wieder mit dem Kran. Oh je. Okay, bestellen wir mal. Also, 2x B130. Einmal, zweimal. Einmal B120. Und einmal B80. Mhm. Na, das ging doch mal ganz gut. Und jetzt B140, 14 Mal. Was steht denn da noch drauf? Hä? Warum? Das check ich nicht. Ja, wir bestellen jetzt B140. So, aber wir sind schon wieder bei über 30 Minuten angekommen. Ihr kennt das Spielchen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Ja, und dann seht ihr, wie das Chaos weitergeht in der nächsten Folge. Also bis denn und tschüss.